Vom 14. bis 19. April öffneten viele Dresdner Kinos im Rahmen des 27. Filmfestes ihre Pforten. Gezeigt wurden mehrere hundert internationale Kurz- und Animationsfilme, die ein breites Publikum von Fachbesuchern und Gästen anzogen. Die Kinosäle waren zu den Filmvorführungen und Sonderprogrammen gut gefüllt und Filmemacher und Schauspieler gaben einen Einblick in ihre Arbeiten. Hallo, mein Name ist Chris Shepherd und ich bin der Regisseur von einem Kurzfilm namens The Ringer. The Ringer handelt von einem jungen Animator, der seinen heruntergekommenen Vater nach vielen Jahren wieder trifft. Dieser versucht ihn von seiner großen Filmidee zu überzeugen. Hey, I've got an idea. Why don't I pitch a movie to you? Right here and right now. The Ringer. Fucking great title, innit? The Ringer. Was war Ihre Inspiration, Filme zu machen? Ich bin in einem Teil von Liverpool aufgewachsen, in dem es ziemlich rau zuging. Also hat mich meine Mutter nie rausgelassen, damit ich nicht von den anderen verprügelt werde. Die waren nämlich ziemlich hart drauf. Also habe ich eine Menge Fernsehen geschaut. Ich habe wirklich sehr, sehr viel altes Fernsehen geschaut. Wie City Detective, Dennis Potter, The Prisoner, Patrick McGowan. Ich sah all das alte Zeug, all die alten Filme. You know, John Huston, Orson Welles, Hitchcock, Stanley Kubrick, Lindsay Anderson. Ich liebe einfach diese alten Filme. Wie gefällt es dir hier bis jetzt? Also ich liebe es, es ist toll. Großartiger Start, jeder ist echt freundlich. Und ich glaube, das magische Ding am Filmemachen ist, oft macht man einen Film über seine eigene Sichtweise der Welt. Und dann, wenn man zu anderen Ländern geht, dann hat man diesen tollen Austausch. Man trifft tolle Leute. Man lernt einfach was über die Welt. Zu Filmfestivals zu gehen, macht einen einfach schlauer. Neben den Filmemachern fand auch das Publikum Zeit zum intensiven Austausch. Ich bin privater Filmemacher. Ich mache so kleinere Filmprojekte für mich und fotografiere. Und ja, ich mache quasi Urlaub auf dem Filmfest. Ich komme von Bamberg, vom Bamberg Kurzfilmfestival. Ich bin jetzt 2 Tage hier, ja, und habe mir gestern in 2 Kinos das Programm angeschaut, habe auch den Festivalclub besucht und bin ganz begeistert. Ich komme aus Köln, ich bin hier privat und interessiere mich einfach für Kurzfilme, auch besonders für experimentelle Filme und Animation. Ja, bin einfach so da. Was haben Sie sich denn vorher so erwartet vom Filmfest? Und wurde das erfüllt? Ja, ich habe mehr oder weniger schon erwartet, wirklich gute Filme zu sehen. Und auch, ich interessiere mich auch sehr für Sound. Heute Abend war so ein Schwerpunkt Filmmusik und vor allem Sounddesign. Ganz hervorragende Arbeiten gezeigt. Insofern wurden meine Erwartungen erfüllt, weil es sehr hohes Niveau hier ist. Und ja, toll. Klasse Sache. Die Projektoren standen in der Festivalwoche kaum still und die Besucher sahen einen Film nach dem anderen. Die Wahl ihres Favoriten fällt vielen Gästen deshalb schwer. Favoriten, es ist halt, schwierig, weil ich quasi nur so einen ganz kleinen Teil gesehen habe von allem, was kommt. Nee, ich muss mich zum Glück nie entscheiden, weil ich kein Jugendjury-Mitglied mehr bin, aber mir wird es schwerfallen dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, kann ich nicht sagen. Die sind alle so gut. Also ich habe noch nichts Schlechtes gesehen, deswegen wäre das jetzt echt unfair. Zum ersten Mal nicht. Seit 5 Jahren hatte ich einen, jetzt bin ich nicht sicher. Also mir hat gestern sehr gut gefallen, diese Kanadier-Rolle. Mhm. Ist zwar mit Untertitel, aber ist mal ein anderes. Man sieht mal andere Filmemacher, es war ganz klasse. Am Samstag fanden dann im kleinen Haus die Preisverleihung statt. Unter anderem wurden 9 Goldene Reiter sowie der Arte Kurzfilmpreis vergeben. Besonders freuen konnten sich die Macher der Filme Foley Artist und Betonfraß, die jeweils in mehreren Kategorien erfolgreich waren. Den Hauptpreis erhielt der Film Pine von Ulrike Wahl. Sie kann sich über 20.000 Euro freuen und geht als Sieger aus dem Festival.